Liebe Johanna, du fertigst die genähten Arbeiten von Franz Erhard Walter seit Frühjahr 63. Also seit fast 60 Jahren bist du dem Werk verbunden. Ich bin dem Werk seit fast 30 Jahren verbunden. Und nach all den Jahrzehnten der Zusammenarbeit von uns beiden und der freundschaftlichen Verbindung, der gegenseitigen Unterstützung, haben wir beschlossen, dass wir die ganzen Gespräche, die wir hatten in diesen Jahrzehnten, zu einem Buch zusammenfassen, was erscheinen wird unter dem Titel Im Auge des Hurrikans. Das ist ein frühes Wortbild von Franz und das ist auch ein Satz, den du einmal gesagt hast im Gespräch, ja, als Beschreibung dieser ersten Jahre mit Franz. Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang ist dieses Gespräch auch zu sehen. Du hast dich entschieden, auch nach der Trennung von Franz in den 70er Jahren weiter mit ihm zusammenzuarbeiten und weiter deine Tätigkeit auszuführen bis heute. Und dieser lange Zeitraum eurer Kollaboration ist sehr ungewöhnlich. Die Bedeutung deiner Tätigkeit in einem Werk, ohne den Status des Künstlers in Frage zu stellen, ist herausragend. Die Zurücknahme deiner Person und zugleich deine Präsenz im Werk ist bemerkenswert. Würdest du zustimmen, dass deine Position als Künstlerfrau anfangs, die dann zu einer Künstlerkollaborateurin wurde, außergewöhnlich ist? Es gibt Beispiele, wo Paare zusammenarbeiten. Also bei uns, gerade weil es auch ums Nähen ging, ist es ja auch meine Profession gewesen. Ja. Also wir hatten da immer mehrere Ebenen. Wie würdest du bei der Entwicklung und Umsetzung einer Formidee zu einem dreidimensionalen genähten Werk deine Rolle beschreiben? Worin liegen deine Ebenen der Entscheidung? Franz Erhard macht ja eine Zeichnung, das ist zweidimensional. Und ich muss dann die Machbarkeit. Also einmal, ja, also beim Werksatz, da hatte das ja auch noch Funktion mit Handlung. Da haben wir viel drüber gesprochen beim Werksatz. Jetzt mit den Wandformationen ist es anders. Da ist die Machbarkeit. Weißt du, das sind manchmal 6 Meter breit, wo die Stoffe sind so und so. Wie teile ich das und so? Und dann muss man ja, die Nähmaschine hat nur so viel Platz. Ich muss da auch rankommen. Ja, ja. Haben diese Unterschiede bei der Formentwicklung insofern die Fertigung von diesen Voraussetzungen und der Handhabung des Materials, von diesen technischen Gegebenheiten abhängt. Würdest du sagen, du warst verschieden involviert in den Anteil der Formentwicklung, je nachdem, was die Werkgruppen betrifft? Die Configurations in den 90ern waren relativ zurückgenommen in der Herausforderung der Werkentwicklung, der Formentwicklung. Die Wandformationen waren sehr schwierig, das neue Alphabet war sehr komplex zu entwickeln für dich. Gibt es da sehr große Versprünge? Es gab, als wir zurückkamen aus Amerika, gab es große Versprünge, bis sich das alles wieder geordnet hatte. Und dann kamen ja die Wandformationen. Ja. Werksatz war abgeschlossen. Ja, das war schon anders. Werksatz war anders. Das war eine auch inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal zu der Frage. Du hast immer eine klare Grenze gesetzt, trotzdem, inwiefern deine Tätigkeit das Werk bestimmt oder nicht. Den Eindruck hatte ich in unseren Gesprächen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass du diese Unterscheidung zwischen deiner technischen Tätigkeit und Franz künstlerischer Tätigkeit klar gesehen hast und auch nicht wirklich in Frage gestellt hast. Und auch wenn diese fertige Arbeit dann von dir handwerklich geschaffen ist, hast du meines Wissens nie eine Co-Autorschaft beansprucht. Nein. Und hast da immer für dich eine Klarheit gehabt, die bestimmt auch mit der Grund ist für den Erfolg eurer sehr langen Zusammenarbeit. Gab es Momente, wo du das in Frage gestellt hast oder in Gesprächen mit anderen in Frage gestellt hast? Auch nicht. Ich wurde immer darauf angesprochen, dass ich ja eigentlich unter den Tisch gekehrt würde. Aber das habe ich nie so empfunden. Ich habe das immer als Freiheit empfunden, dass ich nicht so dauernd also in die Öffentlichkeit musste. Nee. Und dann bin ich Handwerkerin. Ich bin handwerklich dran gegangen, aber durch den Kontakt mit Franz Erhard war ja die geistige Ebene, die habe ich unglaublich verstanden. Da bin ich ja mit reingewachsen. Das habe ich ja mit initiiert. Und das hat mir nie gefehlt. Ich sammle ja auch keine Kunst. Ich hänge auch keine Kunst auf. Ich lebe damit. Ja.
das ist anders. Ja. Und diese Sinnlichkeit und Haptik der Arbeiten, dieser sich verändernde Wurf des Materials, die Detailperfektion der Fertigung, das sind alles sehr entscheidende Aspekte der Arbeit, auch in den Ausstellungen sehr, sehr stark prägend. Siehst du dich, würdest du sagen, du bist auf eine Weise mitverantwortlich für eine Femininität des Werkes? Empfindest du das so? Ich arbeite da auch schon mit Energien. Das liegt so in meinem Wesen und die sind, sind schon positiv. Das ist sehr positiv. Ja, das geht nur mit Zugewandtheit. Also man ist ja in so einer Arbeit drin zu sein. Ich habe mehr Kontakt. Also das ist intensiver, als wenn ich in einer Ausstellung bin. Ja. Ich werde da später auch nochmal zu fragen, warum du diese Entscheidung machst, dass du nicht unbedingt die Ausstellung ansehen willst, was mich oft umgetrieben hat. Aber das kommt gleich noch. Würdest du aber sagen, dass du hast eben von Freiheit auch gesprochen und ich hatte oft den Eindruck, dass du letztlich eine Tätigkeit hattest über diese Jahrzehnte, die vielleicht mehr als jede andere Kreativität und eben auch Freiheit zugelassen hat. Siehst du das von heute her auch so? Ja, also wenn man näht und Mode macht und jede Saison da neue Entwürfe machen muss, die dann weggeworfen werden, nee, also das hat wirklich eine ganz andere Qualität. Und eine Herausforderung ist auch eine andere. Ja. Hattest du jemals ein Bedürfnis nach finanzieller Unabhängigkeit? War das für dich ein Problem, das Gefühl, dass du finanziell von der gesamten Situation abhängig warst? Nein, ich bin ja für meine Arbeit auch bezahlt worden. Ja. Also in der Ehesituation, da war das anders. Das war dann eher schwierig, vor allem, weil wir ja dann ziemlich wenig Geld hatten am Anfang. Ja. Aber dann war das eigentlich immer in Ordnung. Okay. Und spielt es eine Rolle, dass du dann Mutter warst, dass ihr eine Familie hattet, dass ihr ab 64 ein Kind und ab 66 dann zwei kleine Kinder hattet, wo ich mir vorstellen könnte, dass einerseits es besser zu vereinbaren war mit einer Tätigkeit, die man auch zu Hause machen konnte, wo man sich frei die Arbeitszeit einteilen konnte und andererseits sicherlich war es sehr schwierig, diese Ebenen zu vereinbaren. Also das ist natürlich gut, wenn man zu Hause ist und am Anfang hat Franz Erhardt den Moritz ja mit in die Akademie genommen. In Düsseldorf? Ja, in Düsseldorf. Und als Lehmann, der war anderthalb, als wir nach Amerika sind. Also wir sind ja schon im Frühjahr dieses Jahr, also 67, sind wir ja schon weggezogen von Düsseldorf nach Fulda. Nach Amerika 67, meinst du? 67, ja. Ich bin aber schon im Frühjahr schon nach Fulda gezogen und dann im Juli erst nach Amerika. Franz Erhardt war zuerst dort. Und da war ich mit beiden Kindern. Also der Lehmann war ja wirklich noch sehr klein. Ja, ihr wolltet eigentlich 65 nach Amerika und dann wurdest dann du schwanger geboren, und dann seid ihr 67 hin, weil ihr genau, die so Geburt abgewartet habt. Ja. Und Franz ist im Frühjahr hin und du bist im Juli nachgekommen. Ja. Hattest du Bedenken, mit den kleinen Kindern nach New York zu gehen, ohne Absicherung, wirklich einen Plan, nur mit der Vision? Nee, gar keine. Da waren wir so jung, da hat man einfach keine Bedenken. War das ein Glauben an seine Entscheidung auch? War das eine Sicherheit, die sich auch durch seine Entscheidung übertragen hat auf dich? Ja. Denn du bist vom Typ her ja eigentlich nicht so, dass du jetzt von dir aus sagen würdest, ich muss woanders hin, ich muss auswandern, ich brauche einen Ortswechsel. Das ist nicht. Das ging natürlich von Franz Erhardt aus und auch von den Bedürfnissen seiner Arbeit. Ja. Weil es passierte einfach in New York. Ja. Inwiefern hat sich deine Arbeitssituation unterschieden zwischen Düsseldorf und New York? Was hat sich da geändert? Ja, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Wir hatten auf jeden Fall einen extra Raum, ein Basement, da war mehr Platz. In Düsseldorf habe ich ja auf einem Ausziehtisch gearbeitet. Und wenn ich heute manchmal diese Arbeiten anschaue, ich konnte ja gar nicht richtig zuschneiden. Während hier heute, da habe ich Bahnen, das ging gar nicht. Und in New York, der Basement, da gibt es Fotos von, wie da gab es auch einen großen Tisch, ja. Und für den ersten Werksatz reicht ja das völlig aus. Und der Basement war da, wo ihr gewohnt hattet? Genau, oder? Gegenüber. Gegenüber? Ja. Okay.
Du hast vorhin darüber gesprochen, einmal diese Fragen der Gespräche mit Franz über technische Aspekte und dann die inhaltlichen Gespräche zu Anfang im Zusammenhang mit dem Werksatz. Und ich habe mich oft gefragt, oder ich habe es so empfunden, ich habe es so erlebt, ich selber erlebe es auch so, wenn ich mit Franz spreche. Würdest du zustimmen, dass da eine Diskrepanz ist in dem Umgang, den Franz und du in Momenten der Besprechungen habt, der technischen Besprechungen und allem, was außerhalb davon liegt? Also so wie es heute ist, auf jeden Fall. Wir haben ja sonst gar nicht so viele Berührungspunkte. Und damals war ich ja fast der einzige Gesprächspartner. Weil die Kollegen aus der Akademie, die haben ja ihre Witze auch mit ihm gemacht. Er hat das ja alles sehr ernst genommen. Und die offenbar nicht so sehr. Also waren zu Anfang, was du sagtest, waren es auch sehr starke inhaltliche Gespräche, inhaltliche Diskussionen. Ja. In Fulda ganz sicher noch. Gut, dann war er in Frankfurt. Du hast in der Zeit dann auch dein Studium gemacht. Und in Düsseldorf waren das... Gab's Verena. Das war ein sehr dichter Kontakt. Aber sonst der Immeldorf, der Jörg, der kam. Ja. Und sonst waren das eher so distanzierte Geschichten. Warst du dabei bei Gesprächen mit anderen Künstlern, Kuratoren dann, Kunsthistorikern, gab es ja noch nicht so viel, aber warst du bei diesen Gesprächen in Düsseldorf, in New York ja dann mehr, da gab es ja auch mehr Besuche, warst du dabei? Eigentlich immer nur, wenn es zu Hause passiert ist, weil auch die Bewegungsfreiheit, die war nicht so einfach mit zwei kleinen Kindern. Ja. Und da auch, sogar nach Wuppertal zu solchen Eröffnungen bin ich nicht mitgekommen, weil man... Man musste ja die kleinen Kerle, die waren schon wild. Ne? Das war einfacher so, ja. Hast du trotzdem den Eindruck, dass du die entscheidenden Dinge mitbekommen hast? Habt ihr das geteilt dann oder fühltest du dich durch die Situation davon ausgeschlossen? Habt ihr darüber gesprochen? Hat er davon berichtet oder hast du das bedauert, wenn du da nicht mitkonntest? Er hat auch berichtet, aber eher wenig. Ich hatte da auch meine eigene Welt. Also ich hatte keinen Mangel. Kein Mangel. Du hast auch nicht versucht, das zu ändern, dass du jetzt gesagt hast, ich versuche die Kinder bei irgendjemand unterzubringen oder ich nehme sie mit oder ich schaffe irgendeine Situation, dass ich dabei sein kann. Nee. Das war dir nicht so. Das wäre so aufwendig gewesen. Also heute gibt es ja Strukturen, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Ja. Das war damals, nicht so. Das war richtig anders, ja. Es wäre auch nicht akzeptiert worden wahrscheinlich vom Umfeld in der gleichen Form wie heute. Wir hätten auch nicht... Nee, wir hatten diese Kontakte einfach nicht. Weil es lief alles über Franz Erhards Arbeit. Da war sehr wenig privater Kontakt. Wir haben in den Gesprächen, die wir hatten, vor einigen Monaten auch mehrfach gesprochen über die Radikalität seiner Arbeit und deine Möglichkeit, deine Entscheidung, diese Radikalität mitzutragen, was ja nicht selbstverständlich war. Und du hast es selber beschrieben, dass ja wenig gegenüber war für Franz und dass du teilweise das einzige gegenüber warst, diese Radikalität mitzutragen und zu bejahen. Hast du sie überhaupt damals als radikal empfunden, die Arbeit, oder warst du so dicht dran, dass es für dich eine stringente Entwicklung war? Das war sowieso stringent, weil wir waren ja in diesem Dialog und sein Ansatz war radikal anders, aber das musste ja auch wohl so sein. Weil es gab damals die Künstler im jungen Kunstkreis, das war immer irgendwo angelehnt und er hat wirklich in Frage gestellt. Er hat in Frage gestellt und wie er auch mit dem Material umgegangen ist, mit diesen Materialprozessen, da sind immer Erkenntnisse draus entstanden. Das ging immer weiter. Der hat auch keine Variationen gemacht damals, sondern und hat auch anderes liegen lassen. Der ist vorwärts geschritten, also es war einfach... spannend und da war ich ja dicht dabei. Hast du bei diesem Wechsel von Düsseldorf nach New York, würdest du sagen, es gab Veränderungen in der Werkentwicklung, die mit der neuen Umgebung zu tun hatten, die jetzt nicht nur werkimmanent passiert sind? Denn wenn man mit Franz spricht, sagt er eher, es hat eigentlich nicht wirklich eine Veränderung bewirkt. Das ist
relativ schwer, sich das vorzustellen, dass das nicht großen Einfluss gehabt hat, weil es für ihn ja sehr wichtig war. Also die Begegnungen in New York waren ja ganz andere. Der musste, in New York war es anders, da musste der um seine Ansicht nicht kämpfen. Der hat ja wirklich wichtige Künstler getroffen und auf Augenhöhe. Ja. Das war das war immer, in Deutschland war das anders. Da war so eine, so gegeneinander. Aber hast du bei der Herstellung der Arbeiten das Gefühl gehabt, da ändert sich was oder da passiert etwas inhaltlich, was zu tun hat mit unserer Situation? Nee, wir haben den Werksatz in New York fertiggestellt. Ja, ja. Ne? Und das war ja alles ein Zusammenhang. Ja, aber die Arbeiten werden anders. Das ist natürlich, das ist werksatzimmanent auch, ne? Dass du von diesen Einzelarbeiten geht es mehr zu Arbeiten, wo mehrere Personen zusammen handeln. Es verliert diesen einzelnen skulpturalen Charakter, den noch die Weste hat oder das Stück zum Gehen. Das sind verschiedene Veränderungen, die man sehr gut beobachten kann, wenn man jetzt heute drauf schaut. Mhm. All die Stücke, die nach 67 entstanden sind, haben schon einen anderen Charakter, der zwar Sinn macht, auch innerhalb der Werksatzentwicklung, aber den man natürlich auch verknüpfen könnte mit diesem Ortswechsel. Aber es war auch sinnvoll. War sinnvoll, das war einfach dann auch in der Arbeit sinnvoll, meinst du? Und irgendwann war es ja dann abgeschlossen. Ja. Das war sinnvoll, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Ihr wart da von 1967 bis 1973. Das ist ja nun auch eine Zeit mit sehr starken historischen Umbrüchen. Wir erleben das jetzt gerade wieder. Hast du das bewusst erlebt damals oder warst du so sehr in deiner mit der Arbeit, mit den Kindern, mit der Situation, mit der alltäglichen Situation so befasst, dass du das eigentlich eher im Nachhinein projiziert hast? Oder hast du das bewusst mitbekommen? Eigentlich am Rande. Also wirklich politisch aktiv waren wir ja nicht. Also ich nicht. Sonst hätte er in Deutschland schon auch bei Aktionen teilgenommen. So irgendwas mit Feuern. Aber da war ich nicht dabei. Da weiß ich nur von seinen Erzählungen, dass es ein bisschen brenzlig wurde. Und dass es auch missverstanden wurde, diese Aktion. Und in New York, nur am Rande, es war der Vietnamkrieg, das hat man ziemlich intensiv mitgekriegt. Und diese 68er-Zeit, da gibt es einen Ausspruch von der Barbara Brown, die sagte, jetzt ist wieder Zwetschgenkuchenzeit, da ist Ruhe in Deutschland. Oder sowas, so, also eher so von außen drauf geschaut. Barbara Brown war die damalige Partnerin von Kaspar König, die Fotos dann gemacht hat von den Handlungen im Loft, muss man dazu sagen. Aber du hast trotzdem, wenn ich die Fotos anschaue und auch aus den Gesprächen mit dir, hat man schon das Gefühl, dass du hast dich sehr verändert, auch in den Jahren in New York. Du hast deine äußere Erscheinung verändert, du hast deine Einstellung zu verschiedenen Dingen geändert. Man hat schon das Gefühl, einen Prozess ablesen zu können, der möglicherweise auch zu tun hat mit der Tatsache, dass ihr in New York wart und nicht unbedingt gleichermaßen passiert wäre in Düsseldorf. Oder vielleicht wäre es auch eine innere Entwicklung in eurer Partnerschaft, das weiß ich nicht, aber es fällt auf. Ja, also eine Veränderung gab es ganz bestimmt, je mehr Franz Erhardt in die Öffentlichkeit ging. Ja. Und er hat da, ich weiß nicht, ob das, wir hatten immer noch wenig Geld. Und es war ja eigentlich ein Trost, die zwei Kinder und ich. Ne? Also da, wir wären Ballast gewesen für ihn. Also ich weiß, als diese Spaces-Ausstellung war und ich bin dann auch zur Eröffnung gewesen, aber ich hatte da richtige Probleme, psychische Probleme. Da fühlte ich mich nicht dazugehörig. Das war wie eine fremde Welt. Ja, das passt gut jetzt, diese Anmerkung insofern, als dass ich, das nochmal ein eigenes Thema ist, was natürlich sehr wichtig ist, über diese Frage der Anerkennung zu sprechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau dieser Punkt in New York, als die Reaktion von außen begann, wo sich etwas verändert hat. Das war ja auch der erste Moment, wo tatsächlich diese Frage sich stellte, wie geht man damit um und wie stellt man das dar, was du tust und wie spricht man darüber? Wir haben sehr, sehr oft darüber gesprochen bei vielen Gelegenheiten, weil das für uns beide ein Thema ist in verschiedener Weise. Aber Franz hat über sehr viele Jahrzehnte eine Geschichte des Werkes erzählt, bei der du nur am Rande vorkamst, in meiner Wahrnehmung und nicht nur in meiner Wahrnehmung.
Und fast ausnahmslos ist diese Erzählung von den Kuratoren und Kunsthistorikern, die in den Jahrzehnten auch zumeist männlich waren, übernommen worden und weitergeführt worden. Es ist die Erzählung eines Künstlers als einsamer Wolf, der seine Kreise zieht. Und das ist etwas, was natürlich auch der Eitelkeit schmeichelt. Das ist ein Bild, was man bewahren möchte, was nicht angetastet werden sollte. Und als ich Franz kennenlernte 1992, da war ich 22 und habe es selbst in unzähligen Situationen erlebt, bei Vorträgen, bei in Texten, bei Ausstellungsvorbereitungen, in Gesprächen, dass in Zusammenhängen, wo eigentlich deine Tätigkeit und dann dein Anteil an dem ganzen Werkgeschehen thematisiert werden müsste, darüber geschwiegen wurde. Und das kam dann zu teilweise ganz bemerkenswerten werden oder auch lustigen Situationen, wo ich dann Franz unterbrochen habe in Vorträgen und gesagt habe, du musst an dieser Stelle jetzt über Johanna sprechen, weil er das so irgendwie formuliert hat, so ein bisschen manchmal, als wäre das Ganze auf ihn draufgekommen, draufgefallen, dass die Arbeiten waren plötzlich da und die Dinge waren plötzlich gefertigt. Und das hat mich sehr gestört und sehr, ich habe das als zutiefst ungerecht empfunden. Ich habe dann auch vermehrt mit Kuratoren drüber gesprochen. Also wann immer ich dabei war, und das war ich ja dann oft, habe ich das thematisiert und habe das angesprochen. Das hat er dann auch zugelassen, aber es musste explizit angesprochen werden. Das ist ja ganz, ganz neu, dass das jetzt thematisiert worden ist in der Weise. Es ist vielleicht ein Jahrzehnt, dass das sich geändert hat. Und ganz kurz als Frage. Ich hatte damals schon den Eindruck und bis heute, dass du, und das kommt auch jetzt, wie du darüber sprichst, heraus, du warst nie bitter. Und trotzdem frage ich mich, ob diese Art und Weise, wie Franz deine Rolle nicht erwähnt hat oder nicht betont hat, dich nicht auch verletzt haben muss oder enttäuscht haben muss zumindest. Wie empfindest, wie hast du es damals empfunden? Heute mag es auch anders sein. Also ich habe eigentlich, ich habe nie gelitten. Ich habe nie gelitten und wir sind ja auch ab 70 haben wir ja an zwei Orten gelebt, weißt du? Das war wahrscheinlich eine Lösung, ohne dass wir es selbst herbeigeführt haben. Das hat sich so ergeben. Von daher war ich auch nicht eingezwängt. Ich finde eher, es ist eine Begabung von mir gewesen, dass ich so lückenlos praktisch das umsetzen konnte, was er vorhatte. Also ich musste nicht mich da jetzt noch reinbringen. Das wäre störend gewesen, hätte er auch nicht akzeptieren können. Also von daher war das eigentlich eine ideale Konstellation. Obwohl, ich muss auch sagen, also es war eine Erlösung, nicht mehr mit ihm jeden Tag zusammen zu sein, weil der Alltag war nicht einfach. Weil das ist ja was anderes. Ne? Ja, ja. Und da habe ich mich dann schon erholt, als er dann in Deutschland war. In Hamburg, in der Gastprofessur, ja. Aber hast du, wir hatten eben darüber gesprochen, dass, das, dass diese Veränderung, wo es plötzlich ein Außen gab und ihr nicht nur noch in dem Innen wart, in New York begonnen hat, also das mit dem Buch von Caspar König, mit der MoMA-Ausstellung natürlich, dann gab es diese ganzen wichtigen Gruppenausstellungen in Europa. Gab es in diesen Begegnungen mit den Leuten, die dann zu euch kamen, Ausnahmen hinsichtlich der Wahrnehmung dessen, was du getan hast? Also haben Einzelne das anders gesehen oder herausgehoben? Wie hat sich zum Beispiel Jennifer Licht, das war die Kuratorin damals von der Spaces-Ausstellung, machte das einen Unterschied, dass es eine Frau war? Oder Caspar König, der... Die wusste das sowieso. Die wusste das sowieso. Das war ja, da gab es kein Problem. Aber hat sie drüber gesprochen auch? Hat gesprochen sie haben wir eigentlich nicht drüber, nee. Ich meine, ein Hammer war damals, als das Caspar-König-Buch, also Objekte benutzen, rauskam, kam ich gar nicht drin vor. Ja, das da ist der Fotograf da, der Herausgeber, da ist der Künstler und so. Aber ich, wo sind die Sachen produziert? Wenn sie eine Gießerei, die wird genannt, oder? Ich kam nicht vor. Das hat mich geschlagen, ja. Und da war ich sauer. Da war ich richtig sauer. Und Franz Erhardt war feiger, so der Kaspar hat es vergessen. Ja, das sagt er auch heute noch. Ja. Das sagt er heute noch, ne? Ja, das war so ein Punkt, das war nicht in Ordnung. Das war auch zum Schaden von der Arbeit, fand ich. Mhm. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Aber interessant ist eben die Frage, warum?
das so ist. Das ist das für mich Interessante, warum so ein Bild dann gezeichnet wird und warum es eben auch aufgegriffen wird, was ein Bild sein soll, wo du eben nicht in der Weise benannt wirst, wie es ich bin eine praktisch andere, war. Eine andere Persönlichkeit als du zum Beispiel. Ich bin ein Fischenmensch. Und du bist einer mit Hörnchen, ne? So, ich nicht. Ja, ja. Ich muss mal besser frei laufen lassen. Und Kaspar König, der so eng an euch dran war, der ein enger Freund der Familie war, hat der über diese Dinge gesprochen oder war das für ihn ein Thema? Nein. Nee, obwohl er sehr dicht mit den Arbeiten umgegangen ist. Er hat ja dann auch in Deutschland hat er ja auch Benutzungen gemacht. Ja, ja, ja. Gut, in New York ja auch. In New York aber auch. Habe ich wenig mitgekriegt, weil ich, da waren die Kinder immer noch zu klein. Ich war sehr zu Hause, ja. Immer sehr zu Hause. Und da war ich schon ein bisschen nicht unterdrückt, sondern ein bisschen wenig gefordert. Also im Privaten, also als Person. Als Franz Erhard nach Deutschland ging und er kam auch wieder zurück, Weihnachten, und hat sich überhaupt nicht nach mir gefragt. Der hat nicht danach gefragt, was wir gemacht haben und so. Dann wurde es problematisch. Ja. Ja, und was du beschrieben hast, eben die Eröffnung von der Spaces-Ausstellung, ja. Was war das? Wie würdest du das beschreiben? Ich kriegte Gefühl? Da keinen Fuß. Ich kannte niemanden von den Leuten. Das war so die New Yorker Haute Volée. Private Freunde hatten wir auch nicht in New York. Und die Künstlerfreunde, die ihr hattet? Die waren eigentlich nicht da. Also der Kaspar König war nicht da, der Heiner Friedrich war da, genau. Und sonst war da niemand an Künstlerfreunden. Nee. Ja, ich kannte den Artschwager, da hatten wir ein bisschen Kontakt. Und Walter de Maria? Walter de Maria war auch, aber der war auch da nicht da. Nee. Gut, die Künstler gehen nicht unbedingt anderen Eröffnungen. Ja. Nee, nee. Also mit dem, dass er so in die Öffentlichkeit ging, da hätten wir was verändern müssen, unbedingt. Da hätte sich auch was verändert, das wäre nicht so weitergegangen. Aber dann ging er ja nach Deutschland. Und dann war schon wieder der Freiraum da, ne? Ja, wobei dieses Problem ja geblieben ist. Wie gesagt, ich habe 92 habe ich dieses Problem ganz stark noch gesehen. Da war es ja, das ist 20 Jahre später, da war das ja sehr, sehr präsent. Das ist nach wie vor eine Erzählung war, die, der Werkgeschichte. Die Erzählung, aber die hatte mit meinem Leben ja dann nichts zu tun. Da ist ja so viel passiert. Passiert, was, ja, natürlich. Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Das war. Aber das, sicher ist das ein Teil der Erklärung und ein Teil der Geschichte, dass du einen Charakter hast, der von Zurückhaltung geprägt ist, dass du diesen expliziten Wunsch hast, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ging natürlich auch zusammen mit der gesamten Situation. Hat aber zugleich natürlich auch dazu beigetragen, dass die Geschichte so erzählt werden konnte und diese Korrekturen nicht passiert sind. Mhm. In dem Moment, wo du mehr aufgetaucht wärst, wo du in der Öffentlichkeit gewesen wärst, wäre das von alleine passiert. Und das ist eigentlich jetzt, wir haben es eben gesagt, seit 15 Jahren maximal, aber seit 10 Jahren im Prinzip, seit Gründung der Stiftung und seit einer neuen Generation von Kuratoren, von Galeristen, von Kunsthistorikerinnen. Das ist eine andere Auseinandersetzung, ist eine andere Sicht, gesellschaftlich eine andere Sicht auf diese Dinge. Wie empfindest du das jetzt? Was bedeutet dir das, diese Anerkennung? Ich weiß, dass du in dir da auch autark bist, dass du diese Dinge machst und du machst sie unabhängig von einem Grad der Anerkennung. Das hast du immer so getan, so habe ich es empfunden. Du warst ja auch nicht abhängig von der Frage, ob das Werk eine äußere Anerkennung hat, ob ihr finanziellen Erfolg gehabt hättest. Du hättest es so oder so gemacht und du hättest es mit der gleichen Überzeugung gemacht. Du hast. Ja, ja, das musste ja da sein. Also da ist die Idee und auch eine Kraft und dann muss es ja auch existieren. Und das habe ich dann in die Welt gebracht, klar. Ja, aber du hättest ja, es gibt, so wie du bist, so wie ich dich kennengelernt habe, und das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, wenn ich so etwas mache in der Form, wie du es gemacht hast, mit diesem Einsatz und eben auch vor diesem Hintergrund der nicht immer ausgedrückten Wertschätzung
von Seiten des Künstlers oder von Seiten anderer Leute. Und je größer die Wertschätzung Franz gegenüber ausgedrückt wurde, desto mehr war da ja auch plötzlich eine Form von Diskrepanz, die man als problematisch empfinden kann oder die man versucht ja das heute auch zu... Das wurde für ihn problematisch, für mich schließen. Eher nicht. Ja, aber das, ja, aber dass es für dich nicht problematisch geworden ist, muss ja zum einen damit zu tun haben, denke ich, dass du die Unterstützung anderer so sehr zu einer Grundform in deinem Leben gemacht hast, ja nicht nur in Bezug auf Franz' Arbeit. Du lebst das ja sehr stark, du lebst es auf sehr vielen Ebenen. Du hast immer eine große Freude daran gehabt und hast sie noch, andere Menschen bei etwas zu unterstützen, was du als sinnvoll erachtest. Also nicht blind unterstützen, aber bei Projekten, die du sinnvoll findest. Und du musst dabei auch nicht in irgendeiner Weise herausgestellt werden, sondern du hast die Befriedigung an der Tatsache, dass du es unterstützen kannst. Die richtigen Dinge müssen passieren, genau. Ja, ja. Und du förderst diese richtigen Dinge in dem Sinne und hast zugleich aber auch keine Kategorie des Scheiterns. Also die Frage der Sinnhaftigkeit dessen, was da getan wird, liegt für dich in anderen Bereichen als in der Frage der Zustimmung, der Anerkennung, des Erfolges. Und vor allem liegt ja so viel Erkenntnis auch in der Arbeit. Ich meine, das war ein Vorwurf von mir, ich habe das gelebt. Und der Franz Herr hat irgendwann gesagt, wenn er das leben würde, könnte er es nicht mehr machen. Also das ist ein Problem. Aber ich habe mich darüber verändert. Also auch mein Bewusstsein hat sich verändert. Und da ist sie... Und dann sieht man ja die Welt. Ich meine, wo soll man da, welche Zustimmung, von wem? Wenn das so alles so kommerziell ist, weißt du, das ist dann sehr oberflächlich auch. Ja. Und außerdem hätte ich das, ich meine, ich habe mich manchmal gewundert, ich habe Arbeiten hier fertiggestellt und die gingen direkt in die Ausstellung, ohne dass er sie auch nur gesehen hatte. Das war schon ein ziemlicher Druck. Irgendwann war mir dann klar, oh je, die müssen stimmen. Ja, wir haben oft darüber gesprochen, du hast immer wieder explizit geäußert, dass du nicht zu den Eröffnungen der Ausstellungen kommen möchtest und hast das über die Jahre, also ich kann es seit 92 beurteilen, du hast das nicht machen wollen. Ich bin sogar immer wieder darauf angesprochen worden, dass die Leute dachten, weiß ich, wir haben dich nicht gefragt oder nicht gebeten, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung bei dir und du hast die Ausstellungen, du bist einmal gekommen zu den Deichtorhallen in Hamburg damals, das war die erste Ausstellung, wo ich die Planung und den ganzen Hintergrund stark mitgearbeitet hatte, da hat das begonnen. Und du hast auch die Ausstellung der letzten 10 Jahre, diese großen Ausstellungen in Brüssel, in Bordeaux, in Luxemburg, in Seattle, in Toronto, in Madrid, im Reina Sofia, die Biennale in Venedig, Mexiko, alle nicht gesehen. Das waren sehr große, sehr wichtige Ausstellungen, die ja die Rezeption verändert haben. Ja. Das war dieses erste Jahrzehnt auch der Zusammenarbeit mit der Stiftung. Da hat sich sehr, sehr viel bewegt. Und ich habe es manchmal sehr bedauert, weil ich an der Konzeption der ganzen Ausstellung so stark beteiligt war, dass ich manchmal gewünscht hätte, du hättest diese Sachen gesehen, weil sich das durch die Publikation noch nicht so überträgt, wie wenn man dort ist. Und wenn wir darüber gesprochen haben, weil ich mich immer auch gefragt habe, ob du nicht etwas verpasst, ob es nicht wichtig wäre, dass du es siehst, hast du betont, dass du diese Nähe und Intimität, die du hast mit den Arbeiten in der Fertigung, dass du deine persönliche Wahrnehmung nicht gerne in der Erscheinung, in den Ausstellungen, wo es völlig verändert ist, korrigieren möchtest. Und dieser Unterschied zwischen deiner Wahrnehmung in der Herstellung und der Außenwahrnehmung, wie würdest du den beschreiben? Warum schließt sich das für dich aus? Was macht weißt das? Weißt du, da liegt der Anfang davon, liegt ganz in den Anfängen, als das gar nicht ging. Der Franz Erd wollte auch nicht, dass ich dabei war. Also wir hatten Situationen, wo wir schon mal zusammen waren, weil bei La Montagne zum Beispiel waren wir zusammen dort und er redete dann nicht mit mir. Also ich war dann wie alleine gelassen. Warum? Was glaubst du, warum? Er hat sich mir gegenüber fremd verhalten. Und das fand ich verletzend und das brauchte ich nicht. Und dann gab es auch irgendwann mal die Sache, wir können uns keinen Babysitter leisten. Also, und dann bin ich einmal mitgefahren zu einer Benutzung mit dem Willoughby Sharp
Und eigentlich sollten die Kinder mit. In New York. In New York. Und der hatte aber dann ein VW. Ein VW. Ne? Und da bin ich mitgefahren, weil ich einfach nicht sagte, ich wollte mitfahren, diese Benutzung machen. Und die Kinder waren zu Hause. Den Tag hätte ich mir schenken können. Ja. Das war schrecklich. Ne? Ja. Die Kinder saßen zu Hause vom Fernseher. Und solche Geschichten. Und ich habe mich da abgelehnt gefühlt am Anfang. Das war dann später anders, aber ich konnte es von der Energie her gar nicht mehr machen. Also dieses nach Luxemburg reisen, nach Mexiko oder dies. Gut, Mexiko will ich natürlich nicht. Vielleicht mit kann ich nicht. Das hätte mich total gestört in meinen Lebensabläufen. Mhm. Das hätte mich angestrengt. Und das war auch nicht so, dass du dachtest, denn für mich hat es insofern umgetrieben, weil für mich erst in den Ausstellungen die Arbeiten wirklich ja, klar, zu sehen und zu verstehen sind, wie sie eigentlich auch gedacht sind. Also der Bezug zum Raumen, die Weite, das Licht, die Begegnung untereinander, die Begegnung vielleicht mit Arbeiten anderer Künstler bei Gruppenausstellungen. Das ist etwas, wo ich erst ganz die Arbeiten verstehe. Für mich ist das ein ganz wichtiger Moment, gerade weil man eigentlich, wenn wir hier arbeiten, die Arbeiten in der Regel nicht sieht. Ja. Die sind ja nicht, aber es ist nicht möglich. Da ist auch, glaube ich, ein Unterschied. Du gehst auch mit Kunst auf eine Weise auch noch theoretisch mit um. Weißt du verortest das auch. Während ich bin da so monolithisch, irgendwie monolithisch. Das ist ein anderer, und es ist kein Mangel, es ist überhaupt kein Mangel. Das ist ja das Verrückte, das Werk ist so reich. Ja. Bei all diesen Trennungen und auch dem Ärger oder so, das Werk hat es immer durchgetragen. Liest du Texte in den Katalogen? Schaust du dir die Kataloge an? Ich schaue mir die Kataloge an. Ich habe früher keine Texte gelesen. Habe ich nicht. Wollte ich nicht. Das hatte dann auch mit dieser Öffentlichkeit, weil wir da keinen Weg gefunden haben. Weil Franz Erhardt ging und es war klar, dass ich nicht ging. Und das habe ich am Anfang nicht. Jetzt lese ich die schon, ja. Ja, jetzt inzwischen schon. Es gibt da noch was anderes. Ich meine, ich bin ja Auge des Hurrikan. Ich war wirklich dabei in der Entstehung. Das kann man eigentlich gar nicht wiedergeben. Aber als er dann weg war, war ich nicht mehr in irgendeinem Auge. Ich habe das dann mit der Musik gemacht, mit der improvisierten Musik. Da war ich wieder bei der Entstehung dabei. Also ja, das war nicht nur der Jatz, der war dann langweilig irgendwann. Es war die wirklich reine improvisierte Musik, die... Ja, man muss dazu sagen, dass du dann nach New York, wie du zurückgekommen bist aus New York, klar. Bist du in die Rhön gezogen zum Tiergarten und hast dir da auch deine eigene Welt gebaut. Und ich hatte auch immer den Eindruck, dass es eine Form von Sicherheit gegeben hat, mit dieser ganzen Situation umzugehen, durch diesen Ort, den du dir geschaffen hattest und deine eigene Welt, zu der dann der Jazz auch gehörte oder das, was du gemacht hast mit der... Ja, das ist die eigene Welt, die habe ich dann auch schon, die existierte schon in New York auch, klar. Ja, aber hier war sie verbunden auch mit einem Ort, der dein Ort dann wurde. Ja, da war man dann wirklich trittsicher, da brauchte man nichts mehr erkunden, da brauchte ich mich von nichts mehr überraschen lassen. Also war ich relativ frei. Ich wollte nicht in Fulda leben, das war mir zu eng. Also die Erfahrungen aus der Jugend, die waren nicht gut. Hast du jemals überlegt, ganz woanders hinzugehen oder Deutschland wieder zu verlassen? Nee, dann hätte ich da ja wieder mir das alles erarbeiten müssen. Das hättest du nicht gewollt? Hätte ich nicht gewollt, nee. Hast du damals überlegt, das ganz zu lassen? Hattest du jemals einen Moment, wo du rausgehen wolltest aus der Situation? Es gab eine Zeit, da war ich richtig wütend. Und da konnte Franz Erhardt sich die Arbeit kaum noch leisten. Aber das ist dann auch. Ja gut, ich habe irgendwann auch verstanden, dass das hing mit dem Privaten zusammen. Und ich habe auch irgendwann verstanden, da war mein Anteil genauso stark wie seiner. Wir sind beides Kriegskinder. Beides aus Handwerkerhaushalten. Also wir haben uns ohne Worte verstanden. Na? Also das ist schon besonders. Und wir hatten also ziemlich ähnliche Defizite, würde ich sagen. Und viel geredet wurde damals nicht, aber... Es gab ja auch eine Zeit, wo Franz dann in den 70er Jahren die Arbeiten, diese kurze Zeit, wo er die Arbeiten selbst gemacht hat, wo er den Stoff geklebt hat auf die Schreitbahn. Das gab es ja, das war ja diese Zeit oder auch der Übergang dann, bevor die Wandformation dann Ende der 70er wieder
sehr intensiv begonnen haben? Nee, das waren schon dann auch Fragestellungen für mich. Wie mache ich das, mein privater Bereich? Ich war Mitte 30. Ja. Ja. Und das habe ich dann schon alles auch ausprobiert. Und auch, wir sind irgendwann auch, die Arbeit hat es durchgetragen. Das war der springende Punkt. Das war der springende Punkt. Da brauchte man gar nicht basteln. Ja, das passt ja schön jetzt zu einer letzten Frage, die ich dich fragen möchte, weil wir beide, und das war ja immer eine sehr starke Verbindung auch zwischen uns, abgesehen von Vertrauen und Wertschätzung, dass wir unabhängig von dem Status der persönlichen Beziehung zu Franz eine Entscheidung getroffen haben, unsere Arbeit im Werk und mit dem Werk fortzuführen. Und würdest du meine Einschätzung teilen, dass das Werk so sehr zum Teil deines Lebens geworden ist und du so sehr zu einem Bestandteil der Werkgeschichte, dass die Bedeutung des persönlichen Bezugs zum Künstler an irgendeinem Punkt nicht mehr im Zentrum steht und man dann mit dem Werk ist, sich für das Werk entscheidet, wie du es eben gesagt hast, das Werk diese ganze Situation trägt. Hast du das für dich auch so empfunden? Ja, so ist es. Ich meine, wegzudenken bin ich da nicht. Nein. Weil ich es einfach mit durchgeformt habe und die Arbeit trägt. Gibt es eines, wir hatten über die Jahrzehnte in der Werkstatt immer wieder Mitarbeiterinnen ab den 90er Jahren, fing das an, nicht? Aber Anfang der 90er Jahre fing es an. Aber wir haben auch feststellen müssen, alle miteinander, dass der erhebliche Teil der Arbeit, die du machst, nicht von anderen zu ersetzen ist, nicht von anderen zu übernehmen ist. Macht dir das Sorge, dass ohne deine Kenntnis bestimmte Arbeiten nicht mehr zu fertigen sind? Also bei Arbeiten, zum Beispiel bei den Configurations, die kann jeder, der nähen kann die machen, weil da ändert sich ja nichts. Aber man muss oft Entscheidungen treffen. Franz Erd hat auch immer gemeint, da schneid sie doch auf einmal zu, das geht nicht. Die Details, die sind, du musst jede einzelne Stelle richtig bedenken. Und das ging nicht. Das hat nicht funktioniert. Weder mit Esther noch wie ist die andere? Beate. Das hat nicht funktioniert. Aber macht dir das Sorge? Treibt dich das um? Nein, ich glaube nicht, dass mich das umtreiben muss. Weil Franz Erhard lebt auch nicht ewig. Irgendwann. Nein, es ist, ich habe an irgendeinem Punkt empfunden, dass es ein sehr schönes Bild ist, dass ihr, dadurch, dass du es auch so lange gemacht hast und dadurch, dass ihr beide zusammen alt geworden seid mit diesem Werk, älter geworden seid, ist es schön, dass ihr gemeinsam begonnen habt und gemeinsam auch abschließen werdet. Das ist ein schönes Bild, dass sich das nie geändert hat in dieser Grundform. Nee. Das erzählt eigentlich alles über deine Position. Hat sich so ergeben. Und ich mache es auch gerne, weil es eine Herausforderung ist. Es wird ja nicht langweilig. Du machst es ja auch immer noch gerne. Nur Zeitdruck kann ich nicht vertragen. Ich weiß. Vertrage ich nicht. Ich weiß. Da wird es nichts. Die letzte Frage wäre, ob du diese lebenslange Beschäftigung mit dem Werk, die Zusammenarbeit mit ihm als Privileg empfindest, von heute her gesehen, in deinem Leben? Glaube ich nicht. Wir sind so natürlich aneinander geraten und da reingewachsen. Wie würdest du es bezeichnen? Wie ein Geschenk, wie ein Privileg? Das ist wie ein Geschenk, dass ich mit meiner Profession auf die Art unabhängig arbeiten kann, ja. Ohne Druck, ja. Und immer spannend.